Hallo, hier ist die Duni und wir sind immer noch bei dem Thema Sport, Sport, Sport. So, erstmal zu meinen schlechten Lichtverhältnissen. Es ist schon dunkel draußen und ich habe leider auch hier nicht so wirklich so eine schöne erhellende Lampe drin. Deswegen wirkt das alles vielleicht so ein bisschen dunkel, aber ist ja auch egal. Sport haben wir. Fange ich erstmal mit meiner persönlichen Sportkarriere an, wenn man das so sagen kann. Im zarten Alter von 6 Jahren wollte mein Vater mich ins Ballett stecken. Ja, aber kaum war ich da in dem Raum mit den ganzen anderen Mädchen. Und dann kam plötzlich diese russische Kampfballerina auf mich zu. Und ich habe erstmal eine Runde geweint. Viel geweint. Ja, bis meine Mama mich wieder mitgenommen hat. Dann war es erstmal vorbei mit Ballett. Dann habe ich ein paar Jahre später habe ich Basketballspielen angefangen. War auch ganz gut gewesen. Und das habe ich bis zum 12. Lebensjahr vereinsmäßig gemacht. Und zwischendurch habe ich auch mal Trampolinspringen versucht im Verein. Aber wegen einem kleinen Unfall hatte ich das dann doch aufgegeben. Was habe ich noch gemacht? Und dann habe ich privat so mit meinen Freunden damals zur Grundschulzeit. Ja, das hat mir dann halt auch viel Spaß gemacht. Ich hatte auch einen Schulfreund gehabt damals, der kannte sogar die Regeln und dadurch hat es auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, so nach den Originalregeln zu spielen. Ja, und ansonsten habe ich vereinsmäßig nichts mehr gemacht. Ich hatte halt Schulsport gehabt, so in der 9. und 10. Klasse hatten wir immer jeweils Sportarten gemacht. Unter anderem hatte ich Handball, Badminton, Basketball und auch Volleyball gemacht. Bei Basketball habe ich gerade geredet, dass ich das immer noch sehr gerne spiele. Handball war jetzt nicht so toll. Handball war wirklich fail. Genauso wie Volleyball. Ich habe dieses Pritschen habe ich hingekriegt, so mit den Fingerkuppen. Ich habe das überhaupt nicht hinbekommen. Weil immer wenn der Ball rübergeflogen ist, so wie ich nun mal bin, habe ich ihn dann erstmal mit der Faust rübergeschlagen und nicht mit den Fingerspitzen. Nee. Batman hat mir auch viel Spaß gemacht. Spüre ich jetzt noch immer zwischendurch mal. Ja, schon ein bisschen länger her, aber wenn sich das ergibt, spiele ich das auch sehr gerne. Was ich jetzt für Sport betreibe, ist, ich gehe ins Fitnessstudio, mache Muskelabbau und Fettaufbau. Umgekehrt. Ich mache Fettabbau und Muskelaufbau. So ist es richtig, genau. Was mache ich denn noch? Ja, sonst, wenn mein Fahrrad nicht geklaut ist wie momentan, dann fahre ich auch ganz gerne mal mit dem Fahrrad durch die Gegend. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, kann auch mal 5 Stunden sein. Kommt drauf an, wo der Weg mich führt, meine Kraft und meine Lust einfach auch. So, die typischste Lesbensportart, die mir jetzt einfällt, und darüber haben die anderen auch schon gesprochen, ist ja nun wirklich Fußball. Aber ich selber habe nicht wirklich sehr viel Sympathie, weder für Männer noch für Frauenfußball. Also ich finde das ein bisschen so, mag ich nicht. Weder das Spiel noch überhaupt, also... Ich weiß, hier in diesem Land ist es eine Todsünde, keinen Fußball zu mögen, aber ich gehöre zu der Minderheit, die sagt, kein Fußball. Nein. So, die anderen hatten auch jeweils einen schwul-lesbischen Sportverein in ihrer eigenen Stadt vorgestellt, aber sogar in Bremen haben wir einen. Und zwar, ich muss jetzt mal so ein bisschen hier spicken. Werma Bremen. Heißt dieser Sportverein, ist auch privat
Und also falls ihr daran interessiert seid, ich in, unten in der Info packe ich euch auch den Link rein. Also was bieten die an? Badminton, Fitness, Aerobic, Thai-Box, Krafttraining, das gehört zu der Fitness, Yoga, Volleyball, Boxen, Schwimmen, Tischtennis, Tanzen, Standard und Latein. Also eigentlich gar nicht so wenig Auswahl. Auf jeden Fall zählt es auch schon wie in so einem richtigen Verein. Das heißt, man ist auch gebunden, muss bezahlen. Mitgliedsbeiträge, ist je nachdem, wie man verdient. Und was ich sehr gut finde, ich muss es mal eben... Mitglied werden Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte und HIV-Positive sind sogar beitragsfrei. Das finde ich auch ziemlich gut. Ja, wer mag reden. Und was ich in meinem Fitnessstudio beobachtet habe, ist, dass auch immer mehr lesbische Frauen Bodybuilding machen. Ja. Da kommen sie an, so 1,65 Meter und genauso breit, aber nicht übergewichtig, sondern echt auch muskulös und so. Und ja, wie komme ich auf, dass es Lesben sind? Also, mal gut, ich habe auch einen Gator und einige sehen ja, ja, wenn ich sage, oh, das ist der Klischee, nicht alle Frauen, die kurz haben, sind homosexuell. Aber man sieht es einigen wirklich an. Ich meine, wenn sie auch dementsprechende kleine regenbogenförmige Accessoires an sich tragen, dann ist es ja noch mehr zu sehen, ne? Nee, aber des Öfteren habe ich die schon dabei beobachtet auch. Also ich habe sie jetzt nicht beim Trainieren beobachtet, aber ich habe es halt beobachtet, dass die halt da rumschlawenzeln, nicht? Und, ja, deswegen, die sehen auch sehr aufgepumpt aus, was aber, glaube ich, wahrscheinlich nicht daran liegt, dass sie viel trainieren und eine gute Ernährung haben und viel Eiweiß. Ich glaube, da gibt es auch so kleine Hilfsmittelchen, nicht? So hormonelle, ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, das wird auch schon langsam, also so Bodybuilding wird auch immer populärer unter den lesbischen Frauen auch. Das ist mir aufgefallen, mein Fitnessstudio. Ja, das war's auch schon wieder von mir zum Thema Sport. Sport ist immer gut. Man muss jetzt nicht immer voll hardcore-mäßig hier irgendwelche Ironman-Staffeln machen, sondern überhaupt so ein bisschen Sport ist nicht nur gut für die Figur, für den Körper, sondern auch ziemlich gut fürs Seelenheil, wenn man es nicht übertreibt und auch nicht zur Sucht werden lässt. Sport kann auch eine Sucht sein, wirklich. Weil Sport, kriegt man ja so Glücksgefühle, Glückshormone und so, und es ist echt auch Menschen, die sportsüchtig sind. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man sowieso schnell zu irgendwelchen Süchten neigt, nicht? Also, das war's dann von mir, eure Duni, bis dann, ciao.